mich schon, dass wir endlich mal wieder eine Übernachtungsparty machen. Die letzte ist schon so lange her. Yippie! Und wie? Cool aus hier. Hä? Warte mal, ich dachte. Aber bei wem übernachten wir überhaupt? Wir übernachten bei Penny. Hi Leute, danke, dass ihr alle gekommen seid zu meiner Geburtstagsübernachtungsparty. Wir werden so viel Spaß heute haben. Juhu, ich freue mich. Ich freue mich auch. Meine letzte Geburtstagsparty ist schon lange her. Meine Nanny ist zu Hause. Falls etwas schief geht, sind wir in Sicherheit. Das ist gut. Die kann uns vielleicht Snacks besorgen oder irgendwie andere Sachen, die wir brauchen für diese Übernachtungsparty. Guck mal, hier ist das Wohnzimmer. Ich will das Haus anschauen. Yeah. Richtig schön. Hier können wir nachher einen Film gucken. Welchen Film willst du schauen? Ich möchte schauen. Oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Was haben sie für Filme da? Lilo und Stitch. Guck mal, hier ist ein Kindermädchen. Ah, das ist die Nanny, oder? Das ist die Nanny. Hallo. Das sieht aus. Ja, ein bisschen. Die hat irgendwie diese Brille. Was sieht die denn an, ey? Warte, lass nur weiterschauen, Ronja. Okay, yeah. Warte, was gibt's hier noch? Lebenszimmer. Ach, das Wohnzimmer. Hier reinschauen. Warte, da ist aber nichts drin. Leere Schubladen. Na ja, gut, die Nanny sagt, hallo Kinder, ich bin die Nanny. Du kannst mich anrufen, wenn du etwas brauchst. Alles klar. Ihr Kleid ist so hässlich. Ihr Kleid ist richtig hässlich, das ist viel schöner. Nachhin, wir werden Pennys Geburtstag mit Kuchen feiern. Ich liebe Kuchen. Ich liebe alle Art von Kuchen. Das stimmt nicht, ich mag keinen Obstkuchen. Das war einfach eine dreiste Lüge. Ich weiß nicht, was es ist, aber Obstkuchen schmeckt mir einfach nicht. Ich setze mich hier mal neben dich. Komm mal zu Warte, mir. Müssen wir uns hinsetzen? Wir müssen uns hinsetzen. Okay, ich setz mich hier hin. Sag, Schokokuchen ist lecker, aber weißt du, was besser ist als normaler Nein. Schokokuchen? Diese IKEA-schwedische Mandeltorte, die es da gibt. Die ist köstlich. Ich liebe die. Das sieht aber auch gut aus. Vanille Happy mit Schokosauce. Happy Birthday to you. Jungs, Yay! Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Vielen Dank, ich bin kein Junge. Mädchen, hallo. Und der Kuchen ist lecker. Oh, so der ist wirklich cool. Lecker. Der sieht, oh mein Gott, ich könnte mich einfach reinlegen. Guck mal, da sind Kekse drauf. Kleine Kekse. Hier sind noch mehr Torten. Für die Stücke. Nicht so schnell. Ihr müsst mir helfen, die Geburtstagsdekoration aufzuräumen. Aber wir sind doch noch am Geburtstag. Ich will dich aufräumen. Wer wird denn zu einer Ronja Geburtstagsparty eingeladen und ist dann so, ja, wir räumen jetzt hier erstmal alle Deko auf. Alles, was an Geburtstagsdeko da ist, muss weg. Hä, wieso überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich sammle hier mal diese Balance ein. Ich glaube, die ist einfach nur ein bisschen faul. Stehen, stehen zu lassen, so ein paar Tage. Ja, finde ich auch. Geht das nicht. Arme Penny. Dekorationen ja. Gereinigt. 7 von 10, 8 von 10. Leider gut oben. Gut und der oben war letzte. Ich noch gar nicht. Juhu. Und da haben sie den letzten gefunden. Ach, das warst du. Das ja. Sind die ganzen Dekorationen. Zeit, Pennys Geschenke zu öffnen. Was hast du Penny okay. geschenkt? Ich habe ihr Aufräumen geschenkt. Einmal gratis aufräumen. Okay, das ist ein gutes Geschenk. Das habe ich ihr auch geschenkt. Ja, ja. So. Dann hast du es ja doppelt. Mal gucken, was... Ja, aber Penny hat halt sicher auch keine Lust, selber aufzuräumen. Ich setze mich immer hier rüber. Das sind tolle Geschenke, Kleidung und coole Spielzeuge. Das war die beste Übernachtung aller Zeiten. Ja, Penny, was hast du so organisiert an Snacks? Gibt's Popcorn? Geschenke zerstören! Ich mach sie alle kaputt und hau sie in Stücke! Nein! Oh, das Kind hat und gesagt, jetzt dein Kopf. Ein besonderes Geschenk, aber jetzt ist es schon spät. Ihr müsst ins Bett gehen, Kinder. Na gut, Nö, um 9. Bitte nicht. Was? Ah, keine Sorge. Wir dürfen die ganze Nacht wach bleiben, solange wir im Schlafzimmer bleiben. Viel Spaß beim Schlafen. Ja, wir werden garantiert nicht schlafen, wenn wir die ganze Nacht schlafen, Alter. Wir müssen nach oben ins Bett gehen. Vielleicht ist da ein Schlüssel. Okay, dann lass uns mal hochgehen. Du bist ins Badezimmer abgebogen. Ja, ja, ich weiß. Geh nach oben zu deinem Ich will mir mein Bett zuerst aussuchen. Ich möchte oben schlafen. Ich will oben schlafen. Ich schlafe hier vorne. Halt links. Ah, in dem rosanen, das ist meins. Da, ich bin in dem unteren jetzt gelandet. Aber ich hatte keine Zeit mehr und ich hatte Angst, dass ich hier disqualifiziert werde. Oh, es ist schon ganz schön dunkel geworden. Wir schlafen nicht wirklich, oder? Nee, oder? Es ist eine Übernachtungsparty und wir sollten die ganze Nacht wach bleiben. Absolut, absolut. Da hast du einen guten Punkt. Oh mein Gott, du hast hier eine ganze Gaming-Zentrale, Penny. Was? Meinst du, wir können die da angucken, die Nanny von hier aus? Oh, denkst du, das ist so eine Überwachungssache? Ey, vielleicht. Ja, ey, safe. Vielleicht hat Penny überall Kameras im Haus. Das wäre verrückt. Oh, oh. Kommt da jemand? Die Nanny geht da rein. Ah, vielleicht ist es ihr Schlafzimmer. Das kommt mir ein bisschen suspekt vor, das Ganze. Wollen wir nach dem geheimen Geschenk suchen? Stimmt, die Nanny meinte, Penny kriegt ein geheimes Geschenk, was sie morgen erst kriegt. Aber ich möchte eigentlich lieber im Bett bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ernsthaft? Ja, wir können uns ja hier, keine Ahnung, Geschichten erzählen, Geheimnisse austauschen.
Okay. Es ist ja auch nicht unser Geschenk. Mir ist das Vote egal. Ich werde mich rausschleichen. Wow, Penny, warum stimmen wir denn überhaupt ab? Hä? Oh, es gibt Treppen, die sind lauter als andere. Okay, macht Sinn. Dass so knarzende Stufen sind. Na gut. Nehmen wir haben nicht viel Zeit, Ronja. Ich will gar kein Geschenk suchen. Das ist ja nicht mal für uns. Wir kriegen gar nichts. Oh, die Ende ist einfach Beeilung. In die Treppenstufe gefallen. Aber und kein rüber. Problem. Wir sind nämlich durch. Wir sind. Hier müssen wir hin, oder? Warte, ich glaube, wir müssen erstmal in dem grünen Bereich bleiben. Ja, ja. Nicht, dass wir hier disqualifiziert werden. Da vorne ist dieses Elternzimmer, das blubbert. Ich weiß mich auch nicht, was da ist. Oh! Das ist die Kellertür. Die Nanny schläft im Keller? Okay, müssen wir aber aufpassen, dass wir die nicht aufwecken, weil die ist doch da gerade reingelaufen. Ja, ja, gut, dann eben. Lass uns mal schauen, aber alle leise sein. Kein Problem, ich bin ruhig. Okay. Ach, hier geht's die Treppe runter. Ich nehme auch mal meinen. Penny, was machst du denn hier unten? Penny, du bist schneller als wir gewesen, hä? Warte, Maron, ja, da hinten. Oh mein Gott, da hinten ist die Nanny. Was macht die? Warum steht die einfach unter der Treppe rum? Nanny? Was machst du da unten? Oh, oh nein. Ich hab euch Kindern gesagt, dass ihr in eurem Zimmer bleiben sollt. Nanny, alles okay bei dir? So, du siehst nicht gut aus. Das ist mein privater Bereich und keiner kann darüber wissen. Ich muss euch beenden. Ich muss euch beenden. Was? Nix, ich will nicht beendet Nein, werden. Nanny. Nein, die Nanny ist verrückt. Oh mein Gott. Warte, oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, wir müssen von der Nanny abhauen. Wo geht's lang? Ja, die Nanny holt mich fast. Sie ist direkt hinter mir. Wir müssen hoch. Hier raus. Schnell. Ist oben abgeschlossen. Nein, ist abgeschlossen. Die Nanny ist bei mir. Die Nanny ist einfach mit hochgegangen. Okay, wir müssen einfach wegrennen. Die hat vielleicht nicht so viel Energie. Die ist ja auch alt und gebrechlich. Oh mein Gott, die rennt einfach hoch. Was? Oh, vielleicht hier? Nee, hier ist so eine Tür, die ist abgeschlossen. Da komme ich auch nicht durch. Ich glaube, ich würde die nicht einstellen, wenn ich hier ein Kindermädchen suchen würde. Das wäre nicht unbedingt die erste auf meiner Liste. Können wir die nicht einfach verprügeln oder so? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Wir sollen... Oh doch, guck mal. Oh, können wir? Oder? Wir müssen abhauen. Okay, es gibt da einen Weg hinten. Alles klar, Penny, du kennst dich am besten aus. Das ist dein Haus. Lass uns hineinspringen. Okay. Hey, alles klar, dann lass uns hineinspringen. Viel Zeit rein hier. Oh! Oh, Ranja, du hast nicht. Penny, warum? Ich wollte nicht hier reinspringen. Hier ist Schnodder. Wir sind in der Kanalisation. Bah! Warum in die Kanalisation? Rüberkommen. Es endet immer gleich. Wir müssen hier rüberkommen und rausklettern. Es riecht so schlecht hier. Das kann so laut sagen. Ich bin ins Wasser gefallen. Nein, ich muss mich wiederbeleben. Was ist, wenn die Nanny oben auf uns wartet? Okay, wir haben es hier einmal rüber geschafft. Haben wir? Sind wir auf der anderen Seite? Ja, wir sind auf der anderen Seite. Wir müssen hier rausklettern aus der Kanalisation. Okay. Stressig das Ganze. Ich dachte, wir machen hier eine kleine Übernachtungsparty. Ich erfahre vielleicht ein paar Geheimnisse. Penny, wir haben es geschafft. Oh, die wohnt in voll der schönen Nachbarschaft. Hier sind richtig Palmen. Es liegt ein langer Spaziergang vor uns. Lass uns gehen. Wohnst du einfach abseits der Zivilisation? Stimmt, wir sind mit dem Auto hierher gefahren. Bevor die Nanny doch noch kommt oder so. Warte mal. Ja, das hast du zu früh gesagt, ich glaube. Ah, nee! Hier ist ein Bus, der kann uns vielleicht mitnehmen. Wer ist da drin? Wer ist das? Vielleicht können wir ein bisschen, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Vielleicht die Eltern? Oh, vielleicht die Eltern! Zwei alte Damen! Oh, perfekt! Hallo, ihr kleinen Kinder. Ihr seht aus, als wärt ihr verloren. Können wir euch helfen, nach Hause zu gehen? Wir wollen nicht nach Hause. Also jedenfalls nicht in Pennys Zuhause. Nicht zu Penny nach Hause. Da ist nicht so schön. Leute, sie sind alt wie unsere Nanny. Sie hat euch wahrscheinlich geschickt, um uns zu kidnappen. Oh, Penny denkt mit. Nein, wir sind doch nur alte Omas. Sei nicht albern. Wir wollen helfen, okay? Sie sehen erstmal friedlich aus. Lasst uns in Ruhe, wir wollen eure Hilfe nicht. Machen wir jetzt. Kannst du Autos kurz schließen? Können wir hier vielleicht einfach abhauen? Oh oh, wir können das den einfachen Weg oder den harten Weg machen. Ich glaube, sie haben uns bedroht. Wir müssen gegen die alten Ladies kämpfen. Alles klar. Okay, oh mein Gott. What? Die sind ja richtig schnell. Hau da einmal raus. Die kommen einfach aus dem Nichts angespeedet. Au. Bam. Die erste haben wir erledigt. Let's go. Und die zweite auch. Wir können niemandem trauen. Alles klar. Was machen wir jetzt, Penny? Ich würde sagen, wir klauen das Auto. Ich weiß nicht, was Penny hier für alternative Vorschläge hat. Wir müssen unsere Nanny ein für alle Mal zerstören. Okay. Wir müssen die Nanny beenden.
Was ist hier da jetzt? Hey. Hier ist nur eine Nebelwand jetzt erschienen. Oh nein. Nein! Hä? Nein! Nein! Wieso falle ich denn da runter? Was ist passiert? Wo, warum ist die Straße aufgegangen? Wo sind wir jetzt? Oh! Keine Ahnung. Oh nein. Nanny ist ein bisschen größer geworden, oder? Die Nanny ist größer geworden. Ich habe gehört, dass ihr Kinder mich zerstören wollt. Die hört aber auch alles. Die hat so Adleraugen, Ohren. Weiß ich nicht, was das Äquivalent dazu ist. Schade, du warst ein gutes Kind. Ich war ein gutes Kind. Und du bist eine furchtbare Nanny. Wir werden dich zerstören. Wir müssen gegen die super große, böse, was auch immer. Ah! Okay. Wir müssen erstmal weglaufen. Das ist nicht mein erster Bosskampf. Ich kenne mich aus. Oh mein Gott. Oh, was? Lava. Ist das Lava oder ist das irgendeine Säure? Ist, irgendwas dazwischen. Okay, keine Sorge, wir müssen nicht. Jetzt sie draufschlagen? Oh, die kriegt gar keinen Schaden. Guck mal. Ich schlage und schlage und schlage gegen ihr Bein. Weg jetzt, weg. Okay, warte, schnell weg. Okay, hier kommen diese ganzen Explosionen. Dann müssen wir schnell weg und dann und schnell auf den... Puh, das war knapp. Okay, oh, wir müssen hier richtig arbeiten. Okay, auf die Nanny. Zack, zack, zack. Oh, jetzt geht die Gesundheit ein bisschen runter von der. Ich glaube, wir müssen gleich wieder weg. Yep. Und weg abhauen, jetzt. Abhauen. Perfekt. Right, stell dich nah dran. Wo ist eigentlich Penny? Oh, keine Ahnung. Penny lässt es voll im Stich. Penny, wir bekämpfen hier dein Kindermädchen. Warum hilfst du uns nicht? Ich renn vor. Let's go. Hier, nimm das, blöde Nanny. Du hast uns nicht mal Popcorn geholt. Keine Kekse, kein Eis. Was ist das denn für eine Übernachtungsparty? Abhauen. Abhauen, ja. Abhauen, abhauen, abhauen. Achtung, Achtung, Achtung. Okay, sehr gut. Ich kann mich hier vorne hinstellen. Perfekt. Lava, so oder was auch an ihren Beinen dran. Oh, ja, aber wir müssen eben eine Sekunde warten, bis diese rote Wand weggeht. Aber dann können wir direkt loslegen. Let's go. Zack, zack, zack. Ich fühle mich hier wie in so einem Klicksimulator. Und du musst besser zielen, Ronja. Ich muss besser zielen. Ich sehe nichts wegen dem Kleid. Oh no. Ich muss das nächste Mal mehr ranzoomen. Okay, aber ist kein Problem. Wir können es weiterhin schaffen. Let's go. Ich glaube, es läuft ganz gut, actually. Ich glaube auch. Also vor allem dafür, dass wir alleine sind. Ich habe halt nicht viel Leben. Füße schlagen können. Hier hinten kann ich einfach auf die Füße schlagen. Guck mal, das ist viel besser. Die gucken aus dem Kleid raus. Yes. Okay, weg hier. Okay, abhauen. Oh, nein, ich bin festgebackt. Wieso? Ah, okay. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Okay, ich muss mich einmal nochmal wiederbeleben. Ist okay. Ich habe noch Robux. Und wir können kämpfen. Komm schon, ich hab sie gleich. Ja, wir haben es geschafft! Oh nein. Hä? Die Decke geht auf? Kommt da von oben? Was ist das denn für ein freaky Haus? Warum gehen die ganze Zeit Straßen und Decken auf? Sie sieht wieder lieb aus. Nein, ich bin gefangen! Ja, das hast du verdient. Haben wir ja gesagt, dass wir gewinnen würden. Kindermädchen, deine Zeit ist rum. Okay, perfekt. Oh, guck mal hier, wir haben die einfach in so einem Riesenkäfig. Ich frage mich halt, wer hat so einen Riesenkäfig einfach ready to go in seinem Haus? Aber ist okay. Penny, das sind Fragen, die können wir später klären. Es ist nicht so einfach, Nanny. Wir können dich nicht einfach rauslassen. Du hast versucht, uns zu verletzen. Leute, was sollten wir mit der Nanny machen? Ich möchte gerne die Nanny für immer eingesperrt lassen. Füttere sie den Hunden und lass die Polizei damit umgehen. Was denkst du? Ich sag, Polizei? Oh, nein, ich sage, wir füttern sie an die Hunden. Ich habe gar nicht mehr gevotet. Ich war zu langsam. Okay. Naja, verfüttern wir sie halt. Verfüttern wir sie an die Hunde. Na gut. Habe ich kein Problem mit. Oh, oh wir haben Gott, halt. Alter. Wir haben halt wirklich einfach. Okay. Oh nein. Nein! Die arme Nanny. Okay, liebe Hunde, bitte, bitte beruhigt euch. Okay. Ich dachte, weißt du, es ist jetzt mehr einfach vorbei, aber wir sehen halt wirklich die Hunde, wie sie kommen. Du hast das wilde Ende. Du gewinnst. Das war wirklich ein wildes Ende. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. So, Leute, das war's mit dieser Übernachtungsparty. Es war dann doch ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben die Nanny besiegt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal und schaut auch bei der Easy vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao.